unfassbar, wie viele Menschen uns kennen. Unser Wort ist Gesetz, wir setzen die Trends. Pyros sind überall, das kriegt jeder mit. Alle staunen über Pyro-News, edlen Schnitt. Als Kind versteckte ich Kracher im Bobby-Car. Heute gehe ich leidenschaftlich meinem Hobby nach. Die Vorfreudezeit nimmt wieder ihren Lauf. Wann bringt Funke endlich diese China-Kracher raus? Unbeschreiblicher Knall und dieser Schnipselflug. Von diesem Schwarzpulverduft krieg ich nie genug. Ich leb mein Leben bunt wie MC Böller Tester. Egal was der Typ sagt, ich hör nur Silvester. Ich hab wieder mal den Livestream verpennt, denn ich hab wieder Tag und Nacht mit Highspeed gerappt. Raketen-Ulf macht seinen Job herausragend. Endlich kann ich in Rente gehen und ausschlafen. Hi und herzlich willkommen zu meinem Mega-Jugendfeuerwerksvergleich 2023-2024. Wie ihr bereits wisst, war ich ja bei Norma einkaufen und habe da so einiges an Feuerwerk entdeckt. Ich konnte natürlich nicht alles kaufen, deswegen habe ich mich ein bisschen beschränkt, auch auf die Neuheiten, zum Beispiel die Leslie Extreme Box, die Top Box 2, die Fire Rain Box und die Black Devils. Die hatte ich ja bereits getestet. Also das sind alles Neuheiten dieses Jahr bei Norma. Für mich auch Neuheiten. Denn Extreme Box, Top Box 2 und auch die Fire Rain Box habe ich bis jetzt noch nicht gezündet. Starten tun wir jetzt mit den Black Devils. So, machen wir erstmal ein und dann die drei Stück. Ah, recht nice. Jetzt geht's direkt weiter mit der Fire Rain Box. Bin ich echt gespannt, was hier so schönes alles drin ist. Also, wir haben hier Fontänen und Vulkane. Wir haben hier einmal Crackling Fountain. Dann haben wir Fire Cone. Wir haben Silver Vulcano. Genau, Silver Vulcano, Fire Cone und Crackling Vulcano. Fangen wir mal an mit dem Silver Vulcano. Jetzt der Silver Vulcano, einer und dann vier Stück, wenn ich sie anbekomme. Also echt recht schön, eine doppelte Verwandlung, auch mit Blinksternen. Jetzt geht's weiter mit der Fire Rain Box und zwar Fire Cone. Fire Cone. Der geht recht lange, so ungleichmäßig. Echt ziemlich komische Fontäne. Und jetzt noch der letzte Artikel aus der Fire Rain Box, die Crackling Vulkane. Da bin ich jetzt richtig gespannt, ob der Crackling wirklich drin ist und wie hart das ist. Ja, ich höre und sehe noch nichts vom Crackling. Und jetzt.
echt wirklich sehr, sehr nice, diese Fire Rain Box, vor allem hier diese Crackling-Vulkane. Ich sag doch, Leslie macht echt richtig gutes Jugendfeuerwerk. Jetzt geht's direkt weiter und zwar haben wir hier die Top Box 2 Fountains Treasure. Ja, mal schauen, 9,99 €. Okay, wir haben hier Fontaine. Ne, Vulkan haben wir nicht, nur Fontaine, Ship Ahoy, Glitterbird, Red Vulcano, Ari und hier die Sharky. Auch das Design recht nice. Fangen wir mal an mit der Ship Ahoy. Jetzt geht's weiter mit der Glitterbird. Jetzt kommt ein bisschen Wind auf. Jetzt geht's weiter mit den Red Vulcano Fontänen. Weiter geht es jetzt aus der Topbox 2 mit den Ari von Tim. Alter Schwede, also die sind mal heftig für Jugendfeuerwerk ab 12 Jahre. Ihr habt ein richtig lautes Pfeifen und sogar noch Crackling. Weiter geht es jetzt mit der Topbox 2 von Leslie und zwar Green Vulcano. Und jetzt der letzte Artikel aus der Topbox 2. Die Teile heißen Sharky. So, ich erinnere noch mal dran, Kinderfeuerwerk. 12 Jahre. Heiliger Strohser, was ist hier los? Richtig gutes Sortiment. Und jetzt noch dreimal die Sharky aus der Topbox 2. Es geht weiter mit der Extreme Box, die ich bei Norma für 12,99 € gekauft habe. Wollen wir doch mal sehen, ob sich diese Verpackung lohnt. Auf geht's! Wir zünden jetzt zuerst die Glitters.
So, jetzt machen wir die Spitters. Jetzt machen wir mal die Flashers. Dreimal die Flashers. Oh, gutes Kopf. Sehr, sehr nice. Ja, aber ziemlich kurz. Jetzt kommen die Colors. Jetzt viermal die Colors. Ich glaube, das sind so kleine Bengal-Lichter, deswegen gleich vier Stück. Jetzt haben wir noch die Dragon Eggs, Bombs, Crackling Balls und die Crackers. Dann haben wir die Crackers. Auch hier gleich mal drei Stück. Jetzt kommen wir zu den Dragon Eggs. Also okay, Dragon Eggs brauche ich jetzt nicht zu machen. Das sind nur, ihr seht selbst, das sind nur so eine Art Riesenknallerbsen. Lohnt sich einfach nicht. Jetzt kommt der Artikel Bombs aus dem Sortiment Extreme Box. Probieren wir erstmal einen hier. Oh, richtig nice. Jetzt haben wir hier noch zwei Artikel. Crackling Balls und die Magic Strings Crackling Balls. Wie ihr sehen könnt, sind diese Crackling Bälle nur noch mit, also so eine Pappumwicklung mit bisschen Krepppapier. Also ganz biologisch. So, testen wir einfach mal hier so einen roten. Oder nehmen wir mal einen und dann drei Stück. Oh. Das war wohl nix. Was zur Hölle ist das denn? Boah, extrem schwach für Cracklingbälle. Das geht ja mal gar nicht. So, und jetzt der letzte Artikel. Die Magic Strings. Da machen wir mal nur einen. Weil das sind solche kleinen Cracking-Schnüre hier. Ja, schön laut. Schön laut und schön langsamer Abbrand. Ja, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nun ist die kleine Zündelei beendet. Ich musste sogar die Location wechseln. Aber vielleicht dazu auf Instagram noch mehr und noch ein paar Posts und noch ein paar Statements dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.